Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Tammy-Maus. Lange haben wir uns nicht gesehen. Ihr habt auf meiner Facebook-Seite bestimmt schon erfahren, dass ich am vorletzten Wochenende mit meinen Mädels auf einer Partytour war. Es war so super, dass meine Stimme heute noch nicht wieder richtig da ist. Aber ich habe gemerkt, ich werde vermisst und das ist ein super schönes Gefühl. Und ja, wie gesagt, viele haben mich angeschrieben, wann machst du mal wieder ein Video, wie geht es dir? Und ich gedacht, ja okay, komm her, auch wenn man mich vielleicht nicht so gut verstehen kann, ich hoffe, es klappt trotzdem, machen wir heute jetzt endlich mal die kalte Schnauze bzw. den kalten Hund. Das Foto dazu hatte ich ja schon gepostet. Das Rezept haben wir wie meistens aus der Rezeptwelt. Hier heißt es kalter Hund, Kekstorte oder kalte Schnauze. Ja, reden wollte ich heute eigentlich nicht so viel. Wir fangen einfach mal an. Den Satz kennt ihr ja schon von mir. So, los geht das mit 140 Gramm Zucker. Ja, da wir übrigens auch zu diesem Rezept Vanillezucker brauchen und ich keinen mehr hatte, habe ich gerade beim Schnellwächen gemacht. Das kennt ihr ja noch, 200 Gramm Zucker in den Mixtopf, eine Stange, eine Vanillestange, mit der Schere klein schneiden in den Mixtopf, 20 Sekunden Stufe 10, tada, und schon haben wir unseren Vanillezucker fertig. Aber dazu gibt es auch schon ein Video, das haben wir alles schon mal gehabt. Jetzt geht das los, 140 Gramm Zucker. Vanillezucker, was steht denn hier? Ein Päckchen, also ein Löffel Vanillezucker. Darf ruhig ein bisschen mehr sein. Ich finde den Geschmack echt klasse. So, das wird jetzt erstmal pulverisiert. Kleinen Deckel nicht vergessen, ganz wichtig. 10 Sekunden, Stufe 8. Oder 10, ist eigentlich egal. Wie schnell das doch funktioniert. Tada, da haben wir unseren Puderzucker. So, den stellen wir zur Seite, den brauchen wir später. Denn jetzt geht es weiter und zwar jetzt nehmen wir 250 Gramm Palmin. Das ist ja dieses Fett, aber es ist lecker. Das habe ich jetzt in Stücke geschnitten. Kommt jetzt in den Mixtopf und wird geschmolzen. Und zwar 3 Minuten 90 Grad Stufe 1. 3 Minuten 90 Grad Stufe 1 und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Zeit ist rum. Das Fett ist noch nicht ganz geschmolzen, aber wir geben jetzt schon mal die weiteren Sachen dazu. Unser Puderzucker und dann brauchen wir 50 Gramm Kakao, Backkakao sollte es sein, weil der ist einfach stärker und intensiver im Geschmack. Ja. 50 Gramm haben wir. So, das wird jetzt nochmal wieder gerührt und zwar wieder, nein, eine Minute, 90 Grad, Stufe 3. Die Minute ist auch schon wieder rum. Jetzt kommen wir schon zur letzten Minute. Wir stellen jetzt den Thermomix wieder ein, eine Minute, wieder 90 Grad, wieder Stufe 3 und dann geben wir, während er läuft, die beiden Eier dazu. Habe ich hier schon mal in eine Tasse gegeben. Was heißt das? Also eine Minute, 90 Grad, Stufe 3.
Messbecher raufgehen, Eier dazu und weiterlaufen lassen. Was ich ganz vergessen habe, im Rezept steht drin, man kann zum Beispiel so ein halbes Fläschchen Rum dazu geben, diese Rumaromen. Sowas habe ich gar nicht zu Hause. Ich habe jetzt einfach hier so ein Fläschchen, da habe ich noch ein bisschen Amaretto drin. Davon habe ich so ein ganz kleines Schlückchen dazu gegeben. Das schmeckt sehr gut. So, das dazu. Die Zeit ist rum. Jetzt haben wir hier eine warme Schoko-Zucker-Fettmasse. So richtig lecker sieht das jetzt noch nicht aus. Aber später. Ich zeige euch das mal. Aber später, wenn wir das zum Kuchen verarbeitet haben, dann ist das richtig lecker. So, den nehmen wir mal runter. Den Rest vom Deckel wollen wir natürlich auch haben. Und jetzt geht es ans Einschichten. Und zwar habe ich hier meine Backform mit Pergament oder Backpapier auslegen. Dann kriegt ihr nachher einfach die kalte Schnauze bzw. den kalten Hund besser wieder aus der Form. Jetzt fängt man an. Ich lege erstmal meine Kekse bereit. Im Rezept steht, glaube ich, 250 Gramm Kekse. Ja. Ja. 250 Gramm Butterkekse. Die haben wir hier. Wenn Sie dann raus wollen aus dem Paket. Ja. Man fängt an mit einer Schicht Schokolade. Das machen wir jetzt. So, das wird jetzt schön verteilt. Schön in die Ecken. So, nun geht das auch schon los mit den Keksen. Muss man natürlich schauen, wie groß ist die Form, muss ich die Kekse zuschneiden, passen sie so. Passen natürlich nicht. Doch, passen genau. Genau 5 Stück. Das ist die kleine Kastenform. Passt. So werde ich jetzt weitermachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt eingeschichtet. Schokokeks, 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 Schokokeks. Wir hören auf mit Keks. Ich will es jetzt nicht so wirklich schräg halten, aber ihr könnt sehen, ich habe jetzt mit Keks aufgehört. So, das klappen wir jetzt zu. Und dann kommt das in den Kühlschrank. Im Rezept steht 4 Stunden mindestens. Am besten wäre sogar noch über Nacht. Über Nacht kriegen wir, glaube ich, heute nicht hin, denn jetzt ist es 12.15 Uhr. Ich denke mal, heute Nachmittag zum späten Tee, Ostfriesentee, werden wir uns ein Stück genehmigen. Und dann geht auch das Video weiter. Also dann, bis gleich. Eigentlich könnte ich das auch mit aufs Video nehmen, denn der Rest von dieser klebrigen Schoko-Fett-Zuckermasse,
den wollen wir ja verwerten. Und da kennt ihr ja schon den Trick. 100 Gramm Milch, oder so viel wie ihr dann halt gerade braucht, eingeben. In den Mixtopf. Ich habe es auf 50 Grad gestellt, knapp eine Minute. Der Topf ist, ja, nur hier oben am Rand könnt ihr noch ein bisschen Schoko sehen, aber sonst ist die komplette Schokomasse weg. Und wir haben auch noch was Leckeres zu trinken. Prost! Bis gleich. Hallihallo, willkommen zum letzten Teil. Die kalte Schnauze bzw. kalter Hund wird er auch genannt, ist fertig. Wenn ich ehrlich bin, ich kenne ihn eigentlich nur aus Kindertagen. Früher hat meine Mama ihn öfter gemacht, meine Oma auch. Und dann haben wir jahrelang diesen leckeren Kuchen nicht gegessen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich ihn gesehen, da habe ich gedacht, Mensch, den musst du unbedingt nochmal machen. Und jetzt ist er wieder fertig. Schön hart geworden. Jetzt probieren wir das natürlich auch mal. Der Keks ist schön knusprig. Die Schokolade schön schuckig. Einfach klasse. So sieht er aus, könnt ihr ihn sehen? Man schmeckt sogar den Amaretto raus. Man kann ihn auch mit Rum oder so machen. Ihr merkt, mein Husten ist da noch nicht ganz weg. Aber es wird schon. So, das war das Video von der kalten Schnauze bzw. vom kalten Hund. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, in der nächsten Zeit wird es jetzt wieder mal mehr Videos von mir geben. Ich bedanke mich noch bei allen, die so zahlreich sich auf meiner Facebook-Seite Termimaus Ostfriesland gemeldet haben bzw. gefällt mir geklickt haben. Ich habe bald die 1000 voll, das ist unglaublich. Als ich anfing, habe ich nie damit gerechnet, dass das so einen Anklang finden würde. Mehr, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall danke an euch alle und ich wünsche mir noch mit euch eine ganz schöne Zeit. Bis dann, eure Tammy Maus. Tschüss!